Hallo, ich bin die Anna vom Cropped Magazine und in der aktuellen Du-Box dreht sich ja gerade alles um das Thema Festival. Und da braucht es natürlich auch die perfekte Frisur, weil das mit den langen Haaren und Sommer, Sonne, Schwitzen im Nacken und Strähnen, die im Gesicht kleben, das ist ja alles nicht so ganz praktisch. Und deswegen zeige ich euch, wie ein Fischgrätzopf gemacht wird und werde dabei auch so ein Haarband mit einarbeiten, weil Haarbänder und alles, was man sich irgendwie auf den Kopf ziehen, setzen und was weiß ich was kann, geht auf dem Festival nämlich immer. Und ja, dann fangen wir halt mal an mit der Frisur. Dann machen wir, also ich habe normalerweise den Scheitel auf der anderen Seite. Und dann nehmt ihr einfach die Haare auf die eine Seite und kämmt das einmal gut durch. So. Und das Haarband. Macht euch einmal so. Und dann müsst ihr mal gucken, dass das hier nicht zu wellig wird. Aber es muss jetzt auch nicht zu akkurat werden. Dann nehmt ihr hier die vordersten Haare und zwirbelt die quasi zu so einer Strähne zusammen. Und steckt die einfach hier einmal durch das Haarband durch. So. Dann könnt ihr vorne auch nochmal so ein paar Strähnen rausholen, damit das nicht alles zu streng wird. Und das gleiche macht ihr quasi auf der anderen Seite auch nochmal. So. Hier oben könnt ihr auch noch mal so ein bisschen mit den Händen reingehen und euch das so hinstecken, wie ihr das gerne hättet. So, das Grundgerüst steht. Hier hinten steckt ihr das am besten auch noch mal ein bisschen über das Haarband, weil das Haarband hinten natürlich möglichst verschwinden sollte unter den Haaren. So. Und außerdem hält es dann auch ganz gut, wenn ihr da die Haare festgesteckt habt. Und dann fällt da nachher nichts raus. Dann kämmt ihr das alles nochmal ein bisschen durch. Und jetzt fangen wir mal an zu flechten. Ihr teilt eure Haare quasi in zwei Partien, möglichst gleich groß. Und dann geht nämlich der Fischgrätzopf wie folgt. Ihr trennt nochmal so eine kleine Strähne von der einen Partie ab. Und legt die quasi einmal rüber in die andere Strähne mit rein. Und die kleine Strähne muss halt von ganz außen kommen. Und genau das gleiche macht ihr dann mit der anderen Seite. Kleine Strähne abtrennen, rüberlegen. Der Anfang ist immer so ein bisschen kompliziert, weil das natürlich hinten möglichst fest werden soll. Sonst entsteht da nämlich so ein kleines Loch und das sieht ein bisschen komisch aus. Aber wenn das dann erstmal gemacht ist, ist es eigentlich ganz einfach. Und dann flechtet man den einfach mal so rund. So, und wenn ihr das dann so irgendwann auf eine bestimmte Länge runtergeflochten habt, entscheidet ihr natürlich, dass ihr dann irgendwann einen Zopfgummi reinmacht. Ich mache es jetzt ein bisschen weiter oben rein, weil das bei mir sonst unten etwas dünn wird und dann sieht es nicht so schön aus. Dann macht ihr einfach einen Haargummi rein. Und dann, weil wir das ja so ein bisschen Hippie, locker, Flower Power Festival mäßig haben möchten, soll das natürlich nicht so akkurat aussehen. Deswegen ziehen wir das Zupfgummi so ein Stück runter. Und dann zupfen wir einfach den nochmal so ein bisschen auseinander, dass er halt noch ein bisschen bauschiger und noch ein bisschen voluminöser aussieht. Und da darf auch ruhig so ein bisschen so ein paar Strähnen rausgucken. Und das wäre die Frisur. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es so ist, dürft ihr das natürlich gerne unten in den Kommentaren anbringen. Aber auch gerne kritisches Feedback, was würdet ihr vielleicht besser machen oder welche Frisuren kennt ihr noch, die man super auf dem Festival umsetzen kann. Eurer Kreativität ist da keine Grenze gesetzt. Ihr dürft liken, ihr dürft teilen, ihr dürft kommentieren. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ich habe meine Lippen nicht angemalt.
nochmal. Nummer. Nummer. Wo? Nummer. Es muss auch